einfach um jetzt mal auch Devil's Advocate zu spielen, weil wir es davon vorhin hatten und ich ja auch oft zwischen Motivation und Resignation schwanke. Ich bin einfach jetzt auch schon ein paar Jahre irgendwie in der Klimagerechtigkeitsbewegung mal mehr, mal weniger aktiv. Und irgendwie war irgendwie vor 3 Jahren war wie so eine Art Peak. Jetzt ist gerade Ukraine-Krieg und es war Corona zwischendurch. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, obwohl sehr viel Aktivismus und gesellschaftliches Engagement stattgefunden hat die letzten Jahre, passiert nicht andersweise so viel, wie passieren müsste. Ist denn nicht auch so eine Haltung deiner Eltern irgendwo gerechtfertigt? Vielleicht gerade, weil man merkt, man hat sich jetzt jahrelang engagiert und trotzdem tut sich nichts. Man hat ja beinahe schon das Gefühl, dass selbst Greta Thunberg irgendwie so ein bisschen ihre Motivation verloren hat, weil man sie seltener sieht. Also wie geht man damit um, so mit dieser Verzweiflung, obwohl man sich schon jahrelang wirklich sehr viel eingesetzt hat? Das ist natürlich eine psychologische Frage und letztlich hast du recht, es passiert so wenig und also kann man mich versteinigen, aber ich hatte auch mit 1,5 Grad schon frühzeitig recht. Weil ich einen guten Überblick habe und halt einfach zum Beispiel durch den Podcast, ich mache halt sehr viel unterschiedliche Wissenschaft befragt und ist auch so ein bisschen was Gelerntes, ist halt Überblick zu haben. Und also, wie alt bist du? 26. 26. Du wirst die 3, 4, 5 Grad plus noch erleben. So, also du wirst eine ganz heftige Welt erleben. Das macht es nicht besser, ich weiß. Aber pass auf, das ist jetzt nicht irgendwie, um da jetzt irgendwie eine positive Antwort rauszuquetschen. Also erstmal ganz klar, das fliegt uns so hart um die Ohren. Wir haben all diese Aussagen mit irgendwie, wir können es da noch bremsen, das ist alles durch. Die Katastrophe kommt und die wird schlimm. Ja. Es ist immer noch so ein bisschen die Frage, wie schlimm, ne? Jedes Zentigrad zählt und so weiter. Aber auch das ist, würde ich behaupten, nicht mehr die relevante Frage. Die relevante Frage ist immer noch, und die können wir gerade als Gesellschaft, und gerade auch du bist ein Teil der Gesellschaft, immer noch beeinflussen. Die können wir auch in 10 Jahren, die können auch in 30 Jahren noch beeinflussen. Ist die Frage, wie gehen wir als Menschheit damit um? Und jetzt mache ich es mal so ein bisschen holzschnittartig. Wenn ich die Wahl habe zwischen einer Gesellschaft, wie sie gerade in Russland aufgebaut wird oder schon besteht, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, in einem stabilen Klima oder eine Gesellschaft, die zugewandt ist, wo die Menschen aufeinander Acht geben, wo man auch mal etwas gibt, was man selber brauchen könnte, in einer Welt bei 4 Grad plus, dann wähle ich das. Auch wenn es Leid bedeutet und schlimm ist. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Das wird heftig. 4 Grad plus ist hollala. Wir sind jetzt gerade bei 1,2 Grad und das fliegt uns schon um die Ohren. Ne? Brauchen wir jetzt alles nicht irgendwie kleinreden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben immer noch in der Hand, ob es eine deutlich, deutlich schwerer belebbare Welt wird oder ob es eine menschliche Hölle wird. Denn wenn wir so reagieren, wie wir als nicht erwachsene Menschheit bisher reagiert haben, immer, wir sind gerade in einem Prozess. Wir haben gerade einen riesigen Gegner, gegen den wir nicht mit Waffen vorgehen können. Der Klimawandel. Wir müssen erwachsen werden. Wenn wir das schaffen, dann sind wir quasi, wie soll man sagen, gepamperte Kinder im schönen Schlösschen mit Garten gewesen, rausgeflogen, legen in Armut auf der Straße, sind aber erwachsen und tun uns gut zueinander verhalten. Und das ist ein besseres Leben. Trotz der Klimakatastrophe. Und diesen Einfluss haben wir. Und diesen Einfluss haben wir immer und den hast du auch als Einzelperson. Den Einfluss habe ich jetzt, indem ich das euch erzähle. Und vielleicht springt er von gegenüber und springt auf den nächsten und auf den nächsten, auf den nächsten über und nimmt dich mit. Und trotzdem geht es über das Klimathema. Weil das ja irgendwie der entscheidende Hebel ist. Also das würde ich dir quasi so antworten. Auch wenn es nicht die schöne Antwort ist, wo man sagt, ja, da kommt aus der Wissenschaft und sagt, okay, wir können das vielleicht doch noch irgendwie mit negativen Emotionen. Aber also schön wäre es, wir können irgendwann mal irgendwas, aber halt nicht so. Aber das können wir. Wir können als Menschheit erwachsen werden. Und das ist mehr wert als ein Unterschied von 0,3 oder 0,5 Grad. Was ein super krasser Unterschied ist.